Transcend. Started out in the morning, BBC 157 and TV 500 for sure. Before I train, IGF-1, I love that. And before I go to sleep, I'm taking that Tesamorelin, Ipamorelin, and I sleep like a baby. And I wake up and I feel a lot leaner. One cool thing about that is I don't have the carpal tunnel and I don't have the insulin sensitivity problems that I once had during human growth hormone. So that's really a good injectable stack that I do. Hello, hello, Ben Wellen hier und willkommen zu meinem YouTube-Channel. Und ihr habt gerade gesehen, Phil Heath, 7-mal Mr. Olympia und was er so macht mit den Peptiden täglich, was er nimmt und so weiter und so fort. Und ich denke, dass der Junge schon weiß, was er tut. Und deswegen wissen wir auch alle, wie geil diese Peptide sind. Und falls ihr das noch nicht wisst, solltet ihr unbedingt mal welche nehmen, besonders TB500 und BPC157 für alle möglichen Krankheiten, Bizepssehnen, Schulterschmerzen, Knieschmerzen, Rückenschmerzen, blablabla Schmerzen, alle Schmerzen, Entzündungen und so weiter im Körper. Ihr wisst schon, okay? So, hier mal ein kurzes Update. Wir waren ausverkauft an TB500 und es gab so ein paar kleine Schwierigkeiten. Deswegen haben manche Leute ihre Bestellungen sehr spät bekommen und einige haben sie immer noch nicht. Haha, sorry, sorry. Aber es ist, was es ist. Ich kann da auch nichts dran ändern. Es ist neue Ware unterwegs. Die kommt jetzt die nächsten Tage an. Dann muss das alles sortiert werden. Und ich habe aber jetzt einen deutschen Mitarbeiter, sagen wir mal so. Und vorher, der war Mexikaner und ihr wisst ja, wie das ist, ne? Die sind mehr faul als alles andere. Und mit meinem deutschen neuen zukünftigen Geschäftspartner, sagen wir mal so, soll das alles viel besser, viel schneller, viel zuverlässiger gehen. Ihr bezahlt und dann geht das am nächsten Tag, wenn ich das Geld bekommen habe, auch direkt raus. Wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal für alle, die es sehr spät bekommen haben und für alle, die es noch nicht bekommen haben. Ja, weil sich das überschnitten hat mit manchen Bestellungen. Und deswegen dauert das halt noch ein bisschen. Ne? Sorry, sorry, sorry dafür. Scheiße passiert, ihr wisst, wie es ist. Aber naja, was will man machen? Ne? So sieht's aus. Ich habe hauptsächlich TB500, BPC157, CJC, DAC und Ipamorelin bestellt. Alles andere sind Extrabestellungen jetzt für die Zukunft. Das heißt, da müsst ihr wirklich ein paar Wochen drauf warten. Das sogenannte, was ich gerade gesagt habe, das geht relativ schnell, sobald ich es habe im Stock. Also, ihr könnt mich gerne kontaktieren. Ihr wisst ja, hier drunter steht meine E-Mail-Adresse. Kontaktiert mich gerne schon mal und ich notiere alles. Ihr könnt mir auch schon das Geld schicken, ob ihr wollt oder nicht. Ich meine natürlich nur, wenn ihr wollt. Und wenn es da ist, geht es direkt raus. Wie gesagt, alles wird neu mit einem deutschen Service. Und ihr wisst ja, das ist normalerweise ratzi-fatzi. Und ansonsten könnt ihr vorbestellen und ich schreibe das dann auf. Und wenn es soweit ist, dann kontaktiere ich euch und sage, hey, ist es da? Was wollt ihr jetzt? Ne? Nur, ich sage euch trotzdem, ich habe eine Menge bestellt, aber es geht ratzifatzi. Besonders das TB500 geht weg wie warme Semmeln, weil es so absolut super geil ist und wirklich hilft bei vielen, vielen Verletzungen. Okay? Und natürlich auch das BPC157 für irgendwelche Magen-Darm. Gastritis, Migräne und so weiter. Und auch Bizepssehne hilft es auch. Ne? Also, das nur mal dazu ganz kurz so ein Überblick, wie es aussieht. Lass mich das alles mal so ein bisschen sortieren in den nächsten ein, zwei Wochen. Und danach geht's volle Pulle, ratzifatzi, ganz schnell mit allem. Und wie gesagt, alles andere ist Extrabestellung. Und das wird ein bisschen länger dauern. Aber ihr könnt mir sagen, hey, ich will das und das. Und dann sage ich euch, wie wir es machen und wie lange es dauert. Okay, alles andere geht dann wirklich am nächsten Tag raus sozusagen und sollte in 2, 3, 4 Tagen bei euch sein. Okay, das nur mal kurz
dazu. Und ja, das war's auch schon für mein kurzes Video heute. Wir sehen uns wieder am Sonntag mit etwas ganz anderem. Nein, da kommt kein Podcast dieses Mal. Nein, diesen Sonntag, da kommt mal was ganz anderes. Da habe ich ein extra Video gemacht, mal über die Feministinnen, ne? Und wegen der Gleichberechtigung, ja, zwischen Mann und Frau und den lieben, süßen Feministinnen. Und ich werde euch mal erzählen, wie man 1 Million Follower auf Instagram bekommt, ja, als Mann und als Frau, ne, ganz wichtig, also nicht verpassen am Sonntag, keine Ahnung wie viel Uhr, wahrscheinlich schon Sonntagmorgen kommt es zu euch, vielleicht sogar Samstagabend, muss ich mir überlegen, ein neues Video, nicht Bodybuilding related, das ist eines von diesen 5-10%, wo es mal nicht um Bodybuilding geht, sondern um die lieben Feministinnen, ne? Und meine Meinung dazu. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Ben Wellen says.